Nein, Oder die Grafikkarte? ja, ich habe Stream im PC, das ist ja kein Ding. Okay, die ist da unten, die Hure. Die war ganz unten, glaube ich, gerade. Ja, ist da ganz unten, okay. Und die Sensi ist wieder am Arsch. Okay, jetzt geht die Sensi wieder. Ist jetzt unter mir. Achso, wir waren ja hier. Genau, jetzt müssen wir hier das hier öffnen, glaube ich. Dieser Drache, der so eine so lange Schnauze hat. Ja, der hier, der soll es doch sein, oder? Das war genau der hier ich ist. Ich weiß nicht. Ja. Schau den anderen nochmal an, sicherheitshalber. Hab's das nicht so beobachtet. Ja, ja, ist der Linke. Ja, aber was ist, wenn die uns jetzt erwischt gleich? Was sollen wir denn machen? Weglaufen. Ja, aber wie denn? Wir können die ja nicht mal abhängen. Ja, kannst du die abhängen. Wo denn? Nur halt nicht so, wie du es immer versuchst. Du rennst immer, keine Ahnung, im nächsten Raum rein und willst dich hinter irgendwas verstecken. Ja, und wie sollen wir sie sonst abhängen? Die ist genauso schnell wie wir. Na gut, ein ganz kleines bisschen langsamer. Aber, ja, aber damit ihr uns... ganz gerne ein bisschen langsamer und dann chillst du halt einfach, dass deine Stamina wieder voll ist. Beziehungsweise, wenn du sneakst, solange du von oben nach unten arbeitest, ist sie nie über dir, korrekt? Ja, das ist jetzt gerade... Dann easy, unten, weil dann kannst du dich auch nicht so gut sehen. Wenn sie über dir ist, also was ich damals gelesen habe, die schaut quasi ja einfach runter. Weißt du nicht, was die für einen Weitwinkel hat, aber die guckt dann nach unten. Warum geht sie jetzt nach oben? Das ist nicht cool. Ich muss mal kurz was Thema einstellen. Das sieht die schon nicht. Hä? Was für Schlüssel? Ja, irgendwie abgeschlossen. Voll kurz halten. Ja, voll schön. So ein Ding mit so einem richtig langen Arschschwanz. Arschschwanz, okay. Ja, genau das Ding. Lol. Ja, guck, der war es nicht. Arschschwanz. Ja. Lassen wir es aber mal so stehen, das Kommentar. Ja, wo ist sie jetzt? Ach, da unten. Das Ding ist jetzt, kommt sie jetzt hier hoch, so. Na, bleib einfach mal. Ja, sie ist unten, sie ist unten nach unten gegangen. Okay. Na gut, heißt aber nicht, dass sie nicht wieder hochgeht. Ah, okay, never mind. Theoretisch, solange du es nix, sollst du dich nicht sehen. Warum geht sie da rein? Weil sie es kann. Okay, das ist so einer, der mit so einem... Da aus seinem Mund kommen so viele Haare irgendwie. Ich denke, das soll Wind sein, aber... Okay, nennen wir das Haare. Er ist ein Vogel. Vogel, der Feuer oder Wind spuckt. Oder Haare. Oder Haare, absolut. Wait, what? Ein bisschen falscher Raum wahrscheinlich. Hä, aber der ist genau hier? Bruder, sie ist da. Das kommt da gerade so. Dann warten wir mal, bis sie da runter geht, ne? Ich will mit der gar keinen Kontakt haben, ehrlich gesagt, gar nicht. Ach, so unfreundlich ist sie jetzt auch nicht. Oh doch. Die kriegt mich ja richtig auf die Alte. Einfach mal in Social Phobie. Nur gegenüber ihr. Ich will gar keinen Kontakt haben. Ja, warum du nicht, Samurai? Wo, das ist ja schon längst wieder unten. Hä? Ach, der Raum war das. Legit. Och, no. Was? Jetzt geht's los. Was machen wir? Wie machen wir das jetzt, Harry? Gut. Einfach gut. Erstmal gut.
Stunden sind im Endeffekt, haben wir dann Zeit, dass die vielleicht wieder runter spazieren. Digga, die Rennanimation triggert mich so aus dem Leben, ne? Also auch von ihr. Und wenn du dann hoch gehst, da direkt nochmal hoch und dann einfach rein. Achso, ich wollte jetzt sagen. Nee. Ach Mann. Und ja, Stamina ist am Ende. Ja, das wird nicht gut enden. Oh mein! Nur. Scheiße, Alter, Junge, das war. Und jetzt haben wir folgendes Problem, nämlich jetzt sind wir ganz unten und sie sieht uns von oben überall. Genau das wollte ich verhindern. Yes, ist deswegen habe ich gesagt, ganz nach oben. Ganz nach oben ist Sackgasse, deswegen ich bin einmal oben. Was, ganz nach oben? Du kannst hier irgendwo in den Raum rein. Oben sind die Räume doch abgeschlossen. Hier Schuhe? Ich meine nicht. Aber möglich. Aber ganz unten ist absolut scheiße für uns. Ja. Weil egal wo sie jetzt ist, wir müssen schauen, dass sie uns nicht zieht. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit unter ihr mitlatschen. Ich wünsche, man könnte jumpen. Aber ich glaube, wir sind sie eh dann hier auf der Treppe. Ich sag, ja, wenn wir sie sehen, ist schon zu spät. Ja, wenn sie hier rein, hier oben ist, folge ich ihr einfach unauffällig. Achso, das meinst du. Ja. Die Alte. Problem ist, wenn du Pech hast, zieht sie dich da. Ah, maybe it's working. Oh, schnell, das rüber, schnell. Alle. Bevor sie den Turn machen. So. Ja, nein, aber das nicht. Der Süße, ja. War das. So, jetzt nur noch den Gegenüber. Dann warten wir mal ein bisschen runter. Am Ende ist da nicht noch einer, aber davor. Ja, ja, da hinten am Ende ist noch. Also so man so gegenüber, ja. Also schon wieder runter, Junge, wie schnell ist die denn? Ist doch gut. Doch super, dass die runtergegangen ist. Bleib unten. Wenn die dich jetzt sieht, bist du am Arsch. Ach, take ja. Your time. Ja, was ist, wenn die jetzt hier einen Turn macht und mich von Line of Sight? Hallo. Die wird mich gleich so sehen, wenn die hochgeht. Ja, dann geh schnell raus. Guck durchs. Nevermind. Scheiße. Müssen wir eh nur noch das letzte machen. Passt schon. Ja, 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 vielleicht also, triggert er noch was. Mach einfach eins zu. Ah, perfekt. Bum, 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 bum. Das war easy. Okay, ist einfach das. Ah, da unten rechts war jetzt ein Zeichen für Speicher, danke. Will die mich verarschen? Ja, jetzt hast du einen Salat. Bro, als ob, Junge. Aber vielleicht, wenn du jetzt da reinläufst. Ach, nee. Ja, doch, 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 könnte. Hä? Ja, okay, sie hat dich einfach nur bei der Tür gesehen. Easy. Ja, vielleicht sollte das auch so sein. Ah, oh, okay, Rainer. Nee, ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Das heißt aber, die wird dich gleich sehen, wenn sie rauskommt. Okay, du bist lucky. Aber jetzt? Ja, ich wusste es. Hä? Hat die jetzt wieder aufgehört? Hä, ich kann nicht... Ach so. Der rote Talisman. Wofür war der nochmal? Welche Tür mit den roten Ziegeln? Welche Tür mit den roten Ziegeln? Ja, ich weiß, das war. Ja, es gibt eine Tür mit den roten Ziegeln. Aber wo war das denn? War das nicht im ersten Gebäude noch? Das wird uns eh noch gesagt. Ja, aber wo sollen wir denn jetzt hin? Wir untersuchen jetzt den Okkultismus-Club. Steht ja dort. Wir sind im Okkultismus-Club. Ja, dann untersuch das mal richtig. Ja, das ist ein bisschen schwierig, Harry. Bin ich ehrlich? Ich würde es sehr gerne machen. Ach, Quatsch, die steht da oben. Hä, lol? Wieso rennt die da oben wieder rum? Hab ich doch gerade gesagt, dass sie aufgehört hat zu hunten oder zu jagen. Die ist nur kurz aggressiv geworden. Ganz weird, ne? Ah, das ist das erste. Guck mal, kein Wunder, dass wir nicht gefunden haben.
Vor langer Zeit gab es im Okkultismus-Club ein Mädchen, das das Flüstern von Geistern hören konnte. Sie hatte ein umfangreiches Wissen über Beschwörungen und okkulte Rituale. Wegen ihres Mutes und ihrer Unerschrockenheit gegenüber übernatürlichen Phänomenen wurde sie von allen im Okkultismus-Club bewundert. What the fuck? Ein Mädchen trat im Okkultismus-Club bei und freute sich darauf, dazu zu gehören. Sie bewunderte eine Klassenkameradin, die zur gleichen Zeit dem Club beitrat. Sie hatte ein großes Wissen über okkulte Dinge, mehr als die anderen Clubmitglieder, und wurde als etwas Besonderes angesehen. Ein Mädchen lud ein anderes Clubmitglied zu einer Ouija-Brett-Sitzung spätabends in der Schule ein. Das Mitglied hatte das Mädchen bewundert und nahm die Einladung gerne an. Am nächsten Tag wurde das Mitglied kalt und tot aufgefunden und man kam zu dem Schluss, dass sie Selbstmord begangen hatte, allerdings auf eine seltsame Art und Weise. Und das wollte ich jetzt untersuchen, oder was? Ja. Okay, ein Bild mit der Bombe auf einer Wiese. Ich glaube, das war auch im Dings-Club drin, ne? Kann sein. Das Bild habe ich schon mal gesehen. Möglichkeit besteht. Okay. Das ist schön. Ja, Morse-Code-Tabelle. Könnte wichtig werden. Ein Tresor. Ein Verwaltungsbüro, Antragsteller Okkultismus Club. Angeforderter Gegenstand C-Batterie. Grund, die Batterie des elektronischen Spins wurde gestohlen. Hinweis, wir erhielten eine Meldung, dass ein Schüler der Klasse 3.5 sie gestohlen hat, aber wir konnten sie nicht finden. Der 3.5. Naja, machen wir gleich. Erstmal die Tafel. Scheiß auf die 3.5 erstmal. Ja, ich weiß mal nur wissen, wo die ist. Er ist im vierten Stock wahrscheinlich oben. Achso, ich bin lost hier in dem. Okay. Tafel. Vor uns. Da brauchen wir die Batterie. Hat er ja gerade gesagt. So. Also. The fuck. Ah, wahrscheinlich die Okkultistenbilder. Ich hab sogar. Ne, wir haben nicht alle, aber viele. Ah, du meinst diese Dingsbilder, die. Ja, die wir random rumgefunden haben. Es kommt mir nicht richtig. Leute, hier sind die ganzen Locations. Es kommt mir nicht richtig vor, dass die Fotoaufhänger leer sind. Sie sollen Geisterfotos aufbewahren, echte Fotos, keine Fälschungen. Früher gab es welche, die von den Senioren gemacht wurden, die im Okkultismus-Club aktiv waren. Aber wo sind sie hin? Ich hoffe, dass diese Kleiderbügel ihre Fotos wieder haben werden. Es sind aber nur 6 Stück und wir haben 6 Stück. Ja, hä? Was ist das für ein Scam? Egal, schreiben wir uns das trotzdem mal auf. Ich will aufschreiben. Ja, warte, ich screenshot das einfach. Ja, brauchst du nicht, mach ich. Schick's dir gleich. Ich schick's dir auf Steam, wenn du nichts dagegen hast. Ja, so. Der Schrank, der sich nicht öffnen lässt. Das war der Schrank, der den Senioren aus dem Okkultismus-Club früher benutzt hat. Es ist frustrierend, dass ich nur eine der Schränke benutzen kann, weil der andere sich nicht öffnen lässt. Ist das ein übernatürliches Phänomen? Oder klingt der bloß einfach? Ja, toll. Hä, welche drei anderen Bilder denn jetzt noch? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall das 6. Bild fehlt uns. Aber waren das nicht die Bilder von dem... Ah, nee, das 6. stimmt. Ja, super. Waren das nicht die Bilder, was wir gemacht haben mit der Kamera? Nee, von nee. Den Geisterfotos? Nee, das sind... Warte. Sind das andere? Ja, so, E-Dokumente. Hier, das sind diese Spukorte. Ah, ja, true. Süß. Wir haben ja noch links den Morse-Code. Ich möchte den bitte auch einmal sicherheitshalber, dass wir den da haben. Man kann ja nie wissen. Noch ein Stück zurück. Vielleicht mit Licht. Dankeschön. Schick ich dir auch, einfach sicherheitshalber. Das Bild kenne ich, das ist im Menü. Ja, das Bild kenne ich auch, die Bilder kennen wir alle. Naja, kennen. Bei mir haben sie sich nie vorgestellt, aber ja. Jesus. Soll das Augen sein? Ja, ja, das soll Augen sein, what the fuck? Einfach ein Bild im Schrank. Monka ist. Okay, dann müssen wir jetzt zurück ins andere Gebäude und alle Bilder eben holen. Achso, sorry, ich hab voll gerade gepennt, Mann. Hallo René, herzlich willkommen. Ich weiß, wie spät es ist. Jetzt denkt er wahrscheinlich, ich hab ihn auch so ignoriert, hä? Aber 3.5 erstmal. Hallo René, wie geht's? 3.5, okay. Warte, wo ist die? Ist das nicht eine Klasse hier? Ist das nicht eben im ersten Stock?
Wo sind wir denn gerade? Ja, die ist über ja, uns. Doch, ist im ersten Stock. Da, wo ich eben rechts. Ja, ich bin ein bisschen krank, René. Deswegen küss mich mal mit Zungenkuss, dann bist du auch krank und dann vielleicht bin ich gesund. Hä, wo ist die? Ist die ganz nach oben gerannt? Ja, die ist ganz oben! Das ist aber nicht gut für uns unbedingt. Nö. Aber sie kommt eh gleich runter wieder. Ja, ich hab schon... Ich hab schon gesehen, René, dass sie dich erwähnt hat. Du hast sie geradet, Mann? Ja, egal, bis die wieder... Bis die auf der Etage ist, Junge. Ich bräuchte diese Batterie. Und die will irgendwas haben? Ja gut, wir haben aber nichts für sie. Why are you crying? Aber du kannst mal die Notiz daneben nehmen. Wie vorsichtig. Mit 100 Vion. Hä, ernsthaft? Was? Laber nicht, René. Woher? Hey, Kumpel, ich bin hungrig. Kannst du mir eine Lunchbox aus der Cafeteria besorgen? Wenn du kein Geld hast, kannst du dir auch etwas von dort holen. Wir sind doch Freunde, oder? Hä? Ja. Wenn du kein Geld hast, kannst du dir auch etwas von dort holen. Hä? Naja, wahrscheinlich weißt du, was gerade ist, du Dulli. Soll ich mal näher rangehen? Jetzt bring dir was zu essen, lass sie heulen. Aber ich will näher rangehen, vielleicht ist das ein Jumpscare und wir sind tot dann. Ja, try it. Ja, voll der Jumpscare. Heftig. Wo ist denn die jetzt? Ist die da oben noch? Wir müssen doch eh drunter, oder? Wie kann man so ein Scheiß-Timing haben, ehrlich gesagt? Das wird wieder nicht funktionieren, Merlin. Doch, klar. Nein, absolut nicht. Ja, okay, wenn es zu dumm ist, um reinzukommen, dann schon. Scrapkiller hat dich geradet. Ernsthaft jetzt? Wie kommt das denn? Wie random. Insane, Mann, gönn ich dir. Wo ist die jetzt? Ah, da. Ja, toll, da müssen wir aber hin. Ah, oh! René hat, by the way, Raids aus, also funktioniert der Joker nicht. Ja, vielleicht hat er es ja wieder angemacht. Hat das angemacht. Das Digga, sich da ganz hinten, das ist ja perfekt für uns, Harry. Das ist da kann ich gerne alles durchsuchen, da habe ich kein Problem mit. In der Cafeteria ist da auch wieder irgendwas. Und ich denke aber auf der anderen Seite. Ach, damals, ja. Weil das würde auch Sinn ergeben, dass wir jetzt in den Raum müssen. Okay. Oder auch nicht. Hätte mich aber... Okay. Ja, aber ist auch... Warte mal, oben die Schränke? Hinter dir? Da? Ist die schnell? Achso, das sind keine... Oh, my bad, das sind keine Schränke, das sind nur so ein Abzugsraum. My bad. Ja, okay. Habe ich doch Unrecht. Wo ist sie hingegangen? Ist jetzt... Nee, bei mir ist sie nicht. Wird schon irgendwo sein. Ah, ein Schlüssel. Bruh, als ob wir den nicht gesehen haben letztes Mal. Ja, ich hab hier noch Essen, was... Oder hier den Automaten. Ne, oben im Automaten konntest du was reintun, aber wir haben kein... Oh. Und da ist die Lunchbox, oder? Okay. Das ist mein Essen. Nein, das ist ihr Essen. Und wo ist unser Essen? Ich dachte, wir können sich auch was mitnehmen. Vielleicht. So ein Snickers oder so. Aber hören wir die von da oben? Ja, safe. Na super. Warte noch, bis die da drüben ist, bis sie dich safe nicht sehen kann. Welche Tür ist gerade zugegangen? Ach, über uns wahrscheinlich die. Ja, du kannst. Aber geh rechts bei der Tür raus. Hey, das kann man einstellen? Welche Tür rausgehen? Rechts. Dass sie quasi, wenn sie weitergeht, sie weniger. Eher weniger sind. Oder du wartest, bis sie beim Corner ist. Kannst du auch machen. Ja, ich warte, also ich denke mal, sie läuft hier lang und geht dann hier wieder hoch.
Darauf warte ich gerade, dass sie hier ist und dann sieht sie uns eh nicht mehr. Und selbst wenn, ist scheißegal. Ja gut, das hättest du jetzt auch noch geschafft. Nein, Harry, ich hab keinen Bock, dass die mich chased hier. Barkley! Ja, sie geht hoch, siehst du? Wusste ich gar nicht, seit wann kann man das? Okay. Wenn ihr mich von da oben seht, ist sie ein Goat. Aber nur den hier, René. Aber nur den hier. Der so aussieht wie Geralt. Mehr ist die Aussage nicht wert. Ach so, du wolltest warten. Bitteschön. Notiz, Münze. Hälse. Jetzt haben wir eine Münze. Du hast also eine Brotdose mitgebracht, aber kein Getränk? Wie blöd, du kannst du eigentlich sein. Beeil dich und hol mir was. Oha! Ich kann dir in deinen Mund pissen, dann hast du was zu trinken. Da, fuck. Ist ja voll fies. Da müssen wir hin, Harry. Ja, wieso? Ja, der Getränkautomat ist ein über uns. Also. Das stimmt, dritter Stock. Man hört ihr Weinen nicht mehr, es ist ein Bug, weil unten hört man das, aber oben nicht. Ja, sie weint jetzt still. Bro, das ist ja immer giganervig. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann warte ich, bis sie hier einmal rum ist und dann soll sie hier einmal runtergehen und dann geht sie ja dadurch und dann können wir eben hochrennen. Aber geh mal zum ersten Tisch nochmal. Also hier. Der hier? Achso, da war nur ein Walkman. Dachte, da liegt was anderes. Sorry. Strong, René. Ach ja, ja. Hast du es mit Five Nights at Freddy's Security Breach gesehen? Ja, ich hab den dir doch sogar geschickt, René. Oder meinst du den Filmtrailer? Den Filmtrailer habe ich noch nicht gesehen. Nee, kannst du mal schicken. Wenn die aber eh nur hier herumläuft. Was meinst du jetzt, Samurai? Hm, was? Wir könnten auch, wenn die eh nur hier herumläuft, erstmal die Bilder sammeln. Wenn du magst. Die sind im anderen Gebäude. Ja, da können wir eh rüber. Ja, aber dann machen wir eben das fertig und gehen eh rüber. Weil ich glaube, dieses ich glaub rote nicht, dass Ding. Wir nachher rübergehen. Ich glaube, dass wir nachher weitergehen, oder? Nee. Das ist ja der Talisman wahrscheinlich für das erste Gebäude, was aber zurzeit zu ist. Ein paar Türen sind da jetzt noch. Müssen wir ja nicht hin, oder? Müssen wir da hin? Also für die Bildung? Ja. Okay. Muss die jetzt? Hey, das macht aber absolut keinen Sinn. Da stehen 6 Bilder oben. Ja, wir haben 5, 1 fehlt uns, das ist verankert. Ja, wir haben 5, wir waren aber noch nicht im neuen Gebäude. Und es sind nur 2 im neuen Gebäude angeblich. Ja, die 2 haben wir, glaube ich, gefunden. Ne, wir haben nur 1 hier gefunden, glaube ich. Ist das neue Gebäude? War denn neues Gebäude 1, neues Gebäude 2? Meinen die damit vielleicht. Achso. Da steht ja 2. Etage 1. Oder? Hä? Oder? Hä? Meinen die mit. Meinen die vielleicht die Zimmer hier unten? Dass da vielleicht doch das letzte ist? Also hier in diesem Computerlabor und so, Sprachlabor. Da vielleicht? Dass das noch gleich auf ist oder so? Weil es gibt kein Neugebäude 2. Also das ist ein Neugebäude, wo wir jetzt sind, ja, quasi, oder was? Ja, genau, es gibt kein Neugebäude 2. Was steht dort nochmal? Ah, Demon's Lair. Auf die Notiz. Ich hab's auch so drin, dass ich... Das ist aber auch jedes Mal die falsche Taste. Insane. Neues erste Etage, 1. Ah, das ist, Anzahl. Also, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also wir haben im neuen Gebäude in der ersten Etage 1, in der zweiten Etage 1 und wir haben Hauptgebäude 2, zweite Etage 2 Bilder und Hauptgebäude 1, zweite Etage 2 Bilder. Aber was ist Hauptgebäude 2 und was ist Hauptgebäude 1? Nein, Harry, ich glaube, das kommt von der Anzahl hin. Naja, nur Hauptgebäude. Es sind 8 Dinger und es sind dann insgesamt 8.
Aber was ist Hauptgebäude 1 und was ist Hauptgebäude 2? Wait, das... Neues 6. Gebäude sind wir ja jetzt, oder? Hast du gesagt. Ja, ich glaube, es ist gemeint, Neugebäude erstes Bild, Neugebäude zweites Bild. Und what the fuck are you talking? Marvin, nein. Okay. Hauptgebäude 1. Du hast in der ersten Etage ein Bild. Das stimmt, Hauptgebäude 1. In der zweiten Etage befinden sich zwei Bilder. Hauptgebäude 1, dritte Etage ist ein Bild. Junge, Hauptgebäude 2, so zweite Etage zwei Bilder. Aber was ist Hauptgebäude 2? Digga, ich hab... Junge, ich hab gedacht, Etage Doppelpunkt 1, also erste Etage ist gemeint. Nein. Nein, es ist erste Etage, aber das danach. Das grade, wir haben, ich habe ja gesagt, ey, da stehen aber nur 6 Dinger. Wir haben aber 8 Slots für Bilder. Ja, jetzt ist auch also grade. 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus ja, 1, ja. 1, 8. Easy. Alter, Myron will einfach sogar ein Rätsel machen, wo gar kein Rätsel ist. The fuck? Junge, jetzt ist das erst. Aber Hauptgebäude 2, was ist das? Hilf mir. Ich denke mal im ersten, also dieser Trakt hier mit den ganzen Klassen und dann der Vordertrakt da. So würde ich es einteilen. Wo ist denn jetzt? Ah, jetzt rennt die gerade runter. Perfekt. Du meinst das, wo... Ganz unten von der Map. Also nee. Wenn wir auf die Map gehen, ganz unten das. Also hier das einmal? Da, ja, das ist Neugebäude. Ja, das hier würde ich sagen... Hast du gesagt. Ich würde sagen, das ist Neugebäude 2 und das ist Neugebäude 1. Alter, Myron, es gibt kein Neugebäude 1, Neugebäude 2. Are you drunk? Myron, mach mich fertig. Ich habe dir das jetzt dreimal erklärt. Nochmal. Wir haben zweite hier Etage. Einmal Hauptgebäude 1. Wir haben hier ich Hauptgebäude 2 und Neugebäude. Myron, Jesus. Ich hatte gerade so einen Hänger, Mann. Aber ich frag dich jetzt nochmal, wo ist Hauptgebäude 2? Was ist das? Achso, Hauptgebäude 2 ist das hier. Das ist Hauptgebäude 2. Also okay. Ist das da unten, dieser Bereich da unten, ist Hauptgebäude 1 dann? Ja. Oder wie? Ne, Hauptgebäude... Also, ja, ja also das sprich, ist... Das hier ist Hauptgebäude 1. Ja, genau. Und das hier ist 2. Oh, okay. Schön. Beim 10. Mal fragen, habe ich die Antwort bekommen. Bro, nice. Ich muss mal gucken. Okay. Du liest das einfach falsch. In der ersten Etage S1 und in der zweiten S1. Ach, die Zahl am Ende ist nur die Anzahl. Das ist die erste Zahl, was du da hast, ist einfach nur die Etage. Ja, die gucke ich erst nachher. Im Bett wahrscheinlich dann, mein super Fernseher, Mann. Ja, hab ich. Aber sagen wir nicht so, also sieht er nicht so Mainstory, das ist ja irgendwie Vergangenheitsstory, ne? I don't know. Das nehme ich jetzt sicher nicht. So, jetzt ist unsere Chance gekommen, Harry. Ist sie das? Nein, noch nicht, sorry. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, die wird hier gleich einfach random reingehen, so wie sie es die ganze Zeit schon macht. Ach, Quatsch. Mach mal die rechte Tür nochmal auf und schau, ob's um die Ecke so, ob sie... Ja, okay, die kommt. Gut, hat sich erledigt. Ich dachte, vielleicht geht die dann wieder in den Flur. So, jetzt ist unsere Chance gekommen, Harry. Dann müssen sie gehen nach oben, dann müssen wir auch hin. Ich raste gleich aus, als ob die nach oben geht. Was denkst du denn? Die kam von unten. Why you do this? Die geht jetzt gleich über die Mitte und sieht dich. Okay, hast Glück gehabt, sie ist nicht über die Mitte gegangen. Ändert aber nichts daran, dass du jetzt im selben Stockwerk bist. Das ist nicht gut. Wobei, geht er da, geh einfach rein in die Klasse und warte, bis sie unten ist. Weil da sind wir jetzt eigentlich in der zweiten Etage. Ja. Was ist das überhaupt für eine Musik? Wir haben hier doch eh ein Bild gefunden, oder nicht? Ich also hier nicht. Irgendwo. Ich weiß nicht, bei welcher Etage das war. Okay, perfekt. Sweetie, where are you? Come to Graham. Geh nicht über die Mitte. Digga, was ist hier eigentlich gerade für ein... Warum ist das so laut? Was ist hier so laut?
Was ist hier so laut, Mann? Weiß nicht, was du als laut empfindest. Irgendwas ist hier so ein lautes Geräusch in der Mitte. Das soll einfach nur, glaube ich, Scary Music sein, I guess. Oder ihr Rauschen. Das ist hier oben. Das finde ich wiederum. Hier, bitte eine Dose Kaffee. Hast du einem Lehrer erzählt, dass ich auf dem Dach geraucht habe? Hol erstmal Zigaretten, die ich auf dem Zaun auf dem Dach versteckt habe. Dann kannst du nach dem Unterricht zu mir kommen. Wie soll ich aufs Dach kommen? Alter, nimm mir das Getränk wieder weg. Schade. Ich weine gleich. Ich weiß jetzt nicht, soll ich von hier aufs Dach gehen oder von da? Ich glaube schon hier. Ich gehe aber mal von hier, ne? Ja, was machst du? Ja, Line of Sight. Achso. Breaken. Nee, das meine ich nicht. Warum gehst du nicht nach oben jetzt einfach? Hä? Ich gehe doch von hier nach oben. Zigaretten am Zaun. Bist du drunk? Du weißt schon, also du willst nicht Swimmingpool-Dach jetzt so. Doch. Nein. Hä? Wo ist da ein Zaun? The fuck? Da ganz oben ist ein Zaun. Aber ja, okay, versuch's, aber ich glaube, dass sie da oben meint, das Gelände. Denke ich jetzt mal, das Gelände. Warum sollte sie nach dem Unterricht, warum solltest du jetzt da hinlaufen müssen? Wir können ja nicht mal raus aufs Dach. Okay, Harry. Wir konnten ja nicht raus aufs Dach, oder? Nein. Eben. Aber oben war doch kein Zaun, oder? Ich glaube, die Übersetzung ist ja wieder on point und die meinen das Geländer. Stand ja auch bei einem Rätsel, war ja auch irgendwas mit Dach, wo du gemeint hast, ja, interessantes Dach. Das ist einfach oberstes Geschoss. Samu, warum solltest du eigentlich nicht zum Schaf kommen? Also, falls ihr Unrecht habt, dann sorry, aber ich denke einfach mal, dass sie da oben irgendwo meint. Ja, das würde keinen Sinn machen, wenn wir zum Pool müssen, hätte sie uns Schütze gegeben. Ja, wir können ja dort nicht mal raus. Hast ja gesagt irgendwie, dass wir da, dass da gar nicht mehr rausgehen geht. Links. Das war ein bisschen zu lang gewartet schon. Da hätte ich gleich reingehen können irgendwo. Bra. Sind wir da unten gelaufen? Der geht rein da einfach. Achso, Entschuldigung. Ich gehe oben rein. Ach, kann ich gar nicht? Zigaretten. Nee, damit können wir ja stunnen. Stimmt ja. Ich habe 7 Kameras, Mann. Ist doch egal, wir brauchen eh welche. Brauchen wir noch Geisterfolie? Ja, aber falls wir echt nicht anders können. Ja, ja, klar. Weil ich mich kenne. Digga, wächst so viel, dass du müde wirst, oh mein Gott. Dass du das nicht hörst, Harry. Ab hier in der Luft ist irgendwie so ein richtig lautes Geräusch. Ja, du meinst, es ist... Oh mein Gott. Das sind die Zigaretten. Das ist nicht gut, Malen. Das ist gar nicht gut. Aber vielleicht hast du Glück und die geht dann nicht nach oben. Ich meine, du hast schon mal Glück, dass sie dich nicht sieht, wieso auch immer. Hab's gejinxt, sorry. Jetzt bist du am Arsch. Welcher Zaun? Keine Ahnung. Stanze. Aber meint, die kommt nicht hoch, die ist behindert. LOL! Das ist eine Heizung, Digga. Digga, das ist ein Zaun hier. Also Geländer. Da hat er gesagt beim und nicht aufm. Entschuldigung. Also ich weiß, die Übersetzung ist schlecht, aber ich verstehe die Übersetzung halt. Nicht YouTube schauen, Digga. Junge, das klingt, wie wenn du deinen Schnodder einfach bis zum Gehirn hochziehst. Nee, ich habe keinen Schnodder gerade, ich habe Nasenspray benutzt. Das ist einfach nur mein Hals kratzt.
Was hilft denn noch? Ja, wir haben mir schon das. Ah, oh, fuck. Kein Problem, wir sind Harry. Jeez. Oh. Ja, aber dann gehe. Geh ihr doch einfach entgegen. Nee, hier habe ich ja Platz, einmal um sie rumzulaufen, weil was, wenn sie mich da blockiert? Wenn sie gestunt ist, kann sie dich nicht blockieren. Ja, als ob ich dann einfach durch sie durchrennen kann. Ja, klar. Bist ein Magier. Kannst du. Einmal Cheese? Okay. Das atmet so schwer. Sie ist, die ist auch Raucherin. Ich habe 3 Jahre gestunt. Guck zu ihr. Damit du weißt, wie lange es gestunt ist. Okay. Circa 3 bis 5 Sekunden. Ja. Alles fein. Warte da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Damit sie dich. Ja, passt. Wenn du da jetzt runtergerannt wirst, hätte sie dich gesehen beim Umdrehen. Ja, same. Ja, du machst das mit Absicht, oder? Weil es einfach außen rum gehen können. Nein. Ja, okay, dann halt nicht. Sie ist weg, Harry! Ja, weil... Pause. Digga! Kommen wir mal auf die Mission. Was ist unsere Mission? Okay, gar nichts. Gut. Ernsthaft dafür mit den Zigaretten geholt? Na, also die Zigaretten verschwinden einfach. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich gegenüber. Ja, jetzt gut, wenn sie jetzt wieder nach oben läuft, aber so wie ich die White Day KI kenne, läuft die jetzt nach unten. Einfach um uns abzufacken, wie immer. Ja, während du zum Blutfleck gehst, bin ich ganz kurz Stulle. Ja, wieder da. Sie läuft nach oben, okay. Danke. Ihre Route gefällt mir wirklich. Echt? Oh, scheiße. Boah, René, wann hast du das Emote mit dem Pipo-Ding reingeschickt, Junge? Das hat mich gerade irgendwie voll geflasht von der Seite. Der Klavierschlüssel? Junge, auf einmal so von der Seite wurde es schwarz und so ein kleiner Kasten, weißt du? So, zurück ins andere Gebäude, Mann.
Ist doch da, alles gut, Bruder. Lass es ruhig da. Ich war nur kurz verwundert. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Okay. Der Musikraum ist in der dritten Etage. Ach, scheiß drauf. Ist jetzt wieder die eine hier? Just as I expected. Hä, wie unnötig war die Cutscene? Ein Schlüssel für den Korridor in den vierten Stock. Ja, ich denke mal Durchgang ins Nummer. Hier. Okay, wenn H wieder da ist. Wann soll, ist schon bekannt, wann der Five Nights at Freddy's Films rauskommt? Oktober. Ah, lol. Ja, das dauert ja noch, ne? Na gut, es geht. Fast 4 Monate. Digga, die Tür ist nicht verschlossen. Oh, da ist sie wieder. Nachdem niemand gefragt hat. Sehr gut. So, in die 3, in die 1, 7 mussten wir mal. Aha, ich sehe, wir sind bei unserer Geisterfreundin. Ja, ich habe den, also ich habe, da wo sie runtergeflogen ist, war die C-Batterie, die habe ich dann benutzt. Und in diesem Kühlschrank war dann der Schlüssel für das für diesen Klaviersitz. Okay. Ja, und dann war da noch eine Kamera mit drin und eine Notiz, wo drin steht, ja, ist für den, Klaviersitz. Das ist nett. Ja, wo es auf dem Schlüssel drauf steht, aber ja. Ja, okay. Bin dann in den Gang wieder zurück, diesen endlosen Gang eigentlich. Weiß ja, wo dieser eine Geist ist, der einen was vorsingt. Hast du vorher geschaut, ob wir das Foto im neuen Gebäude haben? Nee, nee, oder? Nee, nee. Ah, okay. Rip. Junge, auf einmal kam ein neuer Soundeffekt, Junge, dass von hinten dich jemand hinterher verfolgt, Junge. Ich, um mein Leben gerannt bin ich gerade, ne?
Ja, und in diesem Klaviersitz war der Schlüssel für den Korridor im vierten Etage, dass wir hier durchgehen können, um im Hauptgebäude 1 wieder reinzukommen. Okay. Ja, und ich habe gerade das eine Geisterfoto nachgemacht, weil wir hatten noch eins. Ja, ja, ich weiß, wir hatten das noch. Da meintest du, ja, wir können hier nicht durch. Ja, genau. Ja, hier, das ist das. Was ist das denn? Eine Frau, die auf den Kopf steht. Ist das eine Frau? Okay. Ein Mann und eine Frau stritten sich und in einem Wutanfall stieß er sie die Treppe hinunter. Schockiert darüber, dass er sie getötet hätte, wurde ihm schnell klar, dass es keine Zeugen geben darf. Dass es keine Zeugen gab und so kümmerte er sich darum, die Leiche loszuwerden. Er hängt die Leiche verkehrt herum auf und begann sie von hinten an den Knöcheln aufzuschneiden. Während er zusah, wie das Blut heruntertropfte, setzte sich der Mann an die Wand. Trotz seiner großen Angst wurde der Mann merkwürdigerweise müde. Als der Mann nach dem Einschlafen die Augen öffnete, bemerkte er, dass die tote Frau ihn tot anstarrte. Außerdem stellte er fest, dass die Frau ihn verkehrt herum mit dem Kopf auf dem Boden stehend ansah. Bro. Okay. Dann, ja, irgendwie, als ich den Klaviersitz geöffnet habe, gab es eine Cutscene, wie sie so ein Zettel in die Hand nimmt und so, ah, yes. Und das war's dann auch so. Und dann dachte ich mir so, okay, coole Cutscene. Und dann war das dieser Zettel, den habe ich noch nicht gelesen, wollte ich jetzt lesen, wenn du wieder mal da bist. Je mehr ich über die Geheimnisse der Schule herausfinde, desto größer wird meine Angst. Die Barriere der 5 Kreise innerhalb der Schule. 5 Schüler haben ihr Leben verloren. Es war weder Selbstmord noch ein Unfall, sondern Mord. Und es gibt noch mehr, was ich vom Schulleiter gehört habe. All das war für ein großes Erweckungsritual. Die Barriere der 5 Kreise und der Tod der Schüler. Warum werden sie für dieses Erweckungsritual gebraucht? Von dem Direktor, von dem der Direktor sprach, Junge. Alter, mein Deutsch ist auch krank. Jetzt setzt mich die Stiftung unter Druck, die Forschung zur Wiederbelebung von Sang-A einzustellen, die tragischerweise durch das Feuer im Hauswirtschaftsraum ums Leben kam. Bei meinen eigenen Nachforschungen in der Stiftung habe ich herausgefunden, dass die 5 Kreise etwas mit dem Wiederbelebungsritual zu tun haben. Jetzt habe ich gesehen, dass der Direktor in der Bibliothek in der 3. Etage des geschlossenen Hauptgebäudes 1 herumlungert. Soll ich mir das mal ansehen? Stimmt, der Direktor war ja auch noch an dem Tag da. Okay, mehr ist das nicht. Aber wir hatten aber noch ein Geisterfoto, Harry. Ich glaube, in der 1.7, oder nicht? War doch noch was. Ja, das hatten wir. Hier. Erste Klasse 7. Das hatten wir doch. Nee, wie denn? Wieso ist jetzt in dem Gebäude? Ich mach's aber nochmal. Ah, okay. Schuf. So, die Tür war verschlossen, das weiß ich. Jo. Mit Spukort 10 weiß ich, das war der Versteckenspieler. Oder die Versteckenspielerin. Das Kind, was sich dort versteckt hatte. Als weiß ich, dass wir hatten. Hä? Myron. Hä? Geh auf das Scheißbild. Nein, ja. So. Viel weiter zurück, mein Herr. Viel weiter zurück. Ungefähr. Da, ja. Lächerlich. Ja, du kannst einfach keine Fotos machen. Bist einfach schlecht. Damals, als die Gerste knapp war, stellte sich eine alte, hungernde Frau für Essensrationen an und holte sie ab. Auf dem Heimweg wurde sie von einem hungrigen Mob angegriffen und zum Sterben auf der Straße zurückgelassen. Von da an erscheint diese alte Frau, die dünn wie Knochen ist und einen Hanbok trägt, den einsamen Schülern. Mit unmenschlichen Kraft zerrt sie sie an den Handgelenk, schmatzt und sagt, wie lecker sie aussehen. Geil, die darf auch gerne mal an mir knabbern. Ja, ich glaube, die würde auch gerne an dir knabbern, weil da ein bisschen mehr dran ist als bei anderen. Ja, das stimmt. Da hat die echt genug. Die machen immer noch, die shooten immer noch das Gobby, ne? Das ist nicht gut, Harry. Warum? Weil sie kommt. Kein Problem. Aber kommen ist Privatsache, das geht uns gar nichts an. Was haben wir hier für ein Talisman? Gelb. Gelb haben wir. Haben wir. Oder? Ja. Ist das rot? Ja, das ist gelb. Kamera! Yippie!
Hä, du hast das nach Roten verwendet? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, wir haben doch einmal rot, gelb. Ich dachte, das weiß. Ist gelb. Achso. Keine Ahnung, Bruder. Ja, egal, war rot. Aber vergiss nicht auf die Fotos. Hä? Brauchen die Okkultistenbilder. Du rusht hier überall schon wieder durch. Dritte Etage, wir sind in der vierten Etage gerade. Hä? Da stand gar nichts von dritter, oder? Hä? Oder bin ich jetzt verwirrt? Hauptgebäude 1? Ah, okay. In der dritten Etage, Entschuldigung. Der Direktor soll hier drin sein. Weißt du nicht, was er in so einem Raum machen will? Oder Save ist hier das letzte Foto auch drin, was wir nicht gefunden haben, Harry. Uns fehlen noch drei Fotos, Marin. Just saying. Wenn die Toten jemanden mit aller Macht töten wollen, verdichtet sich der Wunsch und es kommt zu einem höchst merkwürdigen Phänomen. Es entsteht ein Brandzeichen und die Tür wird blockiert. Diese Tür wird erst wieder geöffnet, wenn das Brandzeichen gelöst ist. Die Toten versammeln sich in der Jendo-Oberschule und die Brandzeichen tauchen dort oft auf. Diejenigen, die den Raum nutzen wollen, mussten sich etwas einfallen lassen, um dieses Phänomen zu entsprechen. Nach einiger Zeit entdeckten sie, dass sie die Brandzeichen mit einem Talisman entfernen konnten, der böse Energie besitzt. Dieses Konzept war ähnlich wie Feuer mit Feuer zu bekämpfen, indem man ein anderes Übel benutzt, um das Böse zu entfernen. Der springt ja direkt rum. Ich fühle mich schlecht wegen den verlassenen Büchern. Sie sind doch alle gut genug, um sie zu lesen. Es ist schön, dass es in dem neuen Gebäude eine neue Bibliothek gibt, aber mussten Sie die Bücher in der alten Bibliothek vernachlässigen? Für einen Bücherwurm wie mich ist das schmerzlich. Ich komme also oft hierher, aber es fühlt sich an, als ob sich hier etwas versteckt. Ich kann es spüren, je öfter ich hierher komme. Das Bücherregal in der hintersten Ecke, wo es gar nicht gebraucht wird, ist besonders verdächtig, egal wie ich es betrachte. Ja. Oh, wir müssen was sortieren. Guck erst mal hier noch rum. Das wird nichts machen. Man kann sie nicht stunnen, obwohl es rot ist! Ja. Nein! Der, diese Nutte, ne? Aber warum willst du sie auch stunnen? Die brauchst du nicht stunnen. Nein, das war nur zum Testen. Ich wollte nur zum Testen, falls es mal zu einer Situation kommt, wie auf der Toilette, weißt du? Ja, aber. Ja. Dann bist du sowieso am Arsch, weil sonst steht sie vor dir und du kommst nicht raus. Hä, sie ist geistig durchlässig. Eine Schuhe? Ja? Okay. Das ist nicht so sicher bei so einem Game. No front. Ja, das stimmt allerdings. Aber das hatten wir ja schon auf der Toilette. Okay, da bin ich jetzt verblüfft, dass du einfach über das Bücherregal steigen kannst. Aha, was habe ich dir gesagt, Harry? Was habe ich dir gesagt? Okay, ein Schatten. Der Bücher. Aber uns fehlen trotzdem noch zwei weitere Bilder. Just saying. Also musst du so oder so alles abgehen nachher nochmal. Oh! Jesus und so. Mach mal die Tischenden am Rand, bitte. Ah, das ist mal das Erste, was wir machen. Die sind beide in der Mitte, by the way. Dein Ernst? Das rechte Tischende kommt bei dir, das linke kommt rechts. So meinst du? Nee. Nein, Alter, Marin. Stopp. Wir nehmen Buch 6. Wir gehen immer von links. Buch Nummer 6 kommt an den Schluss. Das hier? Ja. Nein, nee, das war das hier jetzt. Ja, das kommt an den Schluss. Dann nehmen wir das daneben, das kommt an den Anfang. So. Achso, ja. Der Jesus ist in der Mitte. Dann haben wir. Bist du das?
das, was du gerade in der Hand hast, kommt, ja, genau, schön, wir haben das Fenster. Das ist rechts, ja, ja, mach nur. Die beiden wechseln wir nach rechts. Eins weiter beim nächsten. Dann nochmal tauschen. Oh, wait. Du kannst das ja trotzdem rübergeben. Achso, sorry, ich habe nicht gesehen, dass wir den noch haben. Nimm das ruhig, mach das. Nimm das, was du gerade... Mann, du bist verwirrt. Das war nicht das, ja, nein, ja, das tauschst du jetzt dann mit dem zweiten von rechts. Das ist links. So, und das müssen, nee, das hier kommt ganz nach links. Fast ganz nach links, Entschuldigung. Vorletztes. Das, wo du gerade drauf warst, mit der Dame da. Ja. Das zwei nach links. Das nichts. Also, eins weiß ich, ein Puzzle mache ich mit dir niemals in meinem Leben. Oder Pony, wenn du dieses holt. Is on the list of physical matches. Hey, do you know that the Reaper Circle you made is getting neutralized? Don't you think we should check it out? Will der Katze mal gehen? Zuerst wird ein kompatibler physischer Körper für das Erweckungsritual benötigt. Die lebende Seele und der Körper müssen die gleiche Frequenz haben. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird der Körper sterben. Wir haben viel Zeit investiert, um den richtigen physischen Körper zu finden. Dieses Mal werden wir nicht nur die Seele im richtigen Körper wiederbeleben, sondern auch unseren Ruhm. 100% Fehlschlagrate. Lass uns aber die Barriere überprüfen. Welche Barriere jetzt? Im obersten Stock jetzt die, oder was? Keine Ahnung, aber nö, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal die Bilder suchen. Was ist, wenn das ein Zeitding ist? Aber das macht irgendwie auch keinen Sinn, wenn's... Was? Hä? Du willst jetzt über die Bilder suchen gehen? Ja! Okay. Aber geh mal, stopp, Notiz. Das ist weit runter, ganz weit runter. Ja, ja, da wollte ich auch gerade Bilder. Wir haben nämlich... Wir haben die hier alle... Aber das Ding ist, ich weiß, das Problem ist jetzt, wir wissen gar nicht, wo wir welche gefunden haben. Was ist. Das regt mich gerade richtig auf. Ich das jetzt kurz mal ab, dass ich weiß, welche, dass wir auf jeden Fall wissen, dass wir es hier haben. Das, wir sind jetzt eben der dritten Etage, das, ja, oder? Zwei fehlen uns noch. Ich würde sagen, beide im Neugebäude, aber. Ein Neugebäude haben wir eins gefunden, glaube ich. Ja, im Neugebäude haben wir eins gefunden oder auch zwei. Oh, das ist so nervig jetzt gerade. Lass mich kurz das nur aufschreiben. Aber Harry, das Ding ist halt. Im Neugebäude haben wir uns aber schon komplett umgeguckt. Dreimal, das weiß ich ja noch. Und hier haben wir. Was mich halt stört, ist, dass die Bilder alle schon von 1 bis 5 sortiert waren. Also, wenn. Die scheinen ja vielleicht gar nicht nach Datum zu gehen. Weißt du, was ich meine? Du meinst nach Reihenfolge jetzt, oder? Ja, ja, weil im Neugebäude haben wir ja doch. Im Neugebäude haben wir ja doch schon eins gefunden. Das heißt, es müsste eigentlich Bild 7 oder 8 sein, weil die ja da ganz unten aufgelistet sind. Aber das ist ja komplett von 1 bis 5 schon drin. Deswegen bin ich jetzt. Das ist gut möglich, aber das werden wir rausfinden. Also, ich weiß auf jeden Fall, wir haben. Irgendeins im Neugebäude haben wir, das kann ich mich erinnern. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wir haben schon mal das in der dritten Etage. Nice Sounds, mal. Nice Sounds. Ich glaube aber im Neugebäude, das können wir doch gar nicht haben. Nee, warte mal. Wieso sollen wir es nicht haben? Wir können im Neugebäude alles haben. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Hauptgebäude 1 natürlich, wer hätte es gedacht, die Etagen ab. Die Etage haben wir schon. Das Game hat andere Pläne mit uns, Harry. Entschuldigung. Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Insane Katze. Ja, das Game macht jetzt mehr Katzen. Das gefällt mir aber ehrlich gesagt. Das ist genau das, was ich will. Wenn das wenigstens Katzen wären und nicht einfach nur... Ja. Ja, welche Barriere denn jetzt? Ne, nicht... Scheiß auf die Barriere. I don't give a fuck. Moment mal, dieses Mädchen. Nein. Also von allen würde sie wie. Bruh, schlechtes Jesus. Da wollen wir eh nicht hin.
Wir müssen da jetzt durchchecken. Also wir müssen auf jeden Fall Hauptgebäude 1. Ja, die zweite Etage. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, 1, 2. Da waren zwei in der zweiten Etage. Ja. Exactly. Interessant, dass die in der Umfragebox sind. Nee, oder? Da waren nur die Spukfotos, oder? Ja, ich habe noch keins davon in der Umfragebox. Das wäre auch mega mies. Ja, ja, ich war mir gerade nicht sicher. Dann einmal hier. Okay, da können wir nicht. Ich bilde mir sogar ein, hier war eins. Das kann sein. Das. Wo sind wir denn gerade? Zweite Etage, gerade der Wandererclub oder wie man es nennt. Okay. Ah ja, Wandererclub. Der Blub. Ja, da sind wir jetzt. Wanderfotografie-Club. Der Wanderblub. Ich bin der Meinung, hier auf dem Tisch. Nee. Das irgendwo auf jeden Fall hier in der Nähe war eins. Das heißt, ich weiß, oder wir wissen, wenn, dann ist nur noch eins da. Also wir haben nicht mehr zwei. Nimmst du mir dazu? Eigentlich schon, ja. Sehr gut. Ja, in den Toiletten ist safe das Letzte. Falls hier überhaupt noch was zu holen ist, wir wissen es ja nicht. Aber ja, das regt mich auf, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich gemein, das Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Wir werden vielleicht die Bilder nicht abgeben. Na okay, hat auch nichts gebracht. Ich glaube, auf den Bildern steht nicht, wo wir es gefunden haben. Nö. Nö. Ah, hier ist Okkultismusbild Nummer 4. Aber in der 4 hey, klebt es schon. Bringt uns gar nichts. Ja, ich will noch mal kurz das gucken. Das ist Nummer 4, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Aber, hä? Ja, ich weiß, in Mathe war es noch nicht so gut. Aber das ist kein Problem, weil wenn du auf das Dings gehst, wir haben in der Etage 1 eines. In der zweiten Etage 2 sind schon 3. Ja, und das wäre so, das vierte. Ja, ich bin schon wieder beim... Okay, ich bin in Mathe, scheiße. Kein Problem. Fuck. Wissen wir, welche Zahlen wir hatten? Ja, wir hatten ja 1 bis 5 alle. Das regt mich auch gerade richtig auf. Die waren sortiert. Nein, nein, nicht, das meine ich nicht. Die Zahlen mit den Bildern stimmen dem überein, was dort steht, auf der Tafel. Das kann nicht sein. Ja, das kann doch nicht sein. 4 auf Slot 4 sein. Ich meinte, weißt du noch, welche Bilder wir safe hatten? Okkultismus, Club, Bild, Nummer, was weiß ich was. Oh, das stimmt, nein. Das wäre nice zu wissen. Oh, das regt mich jetzt auch wieder auf. Also, es hält uns eigentlich nichts auf, wieder da rein zu rennen eben, aber... Würden wir unser Gehirn haben? Hi Tino, herzlich willkommen, Bruder. Ich dachte, die ist hier hinter der Wand, Mann. Digga, die könnten überall sein, ich raste hier gleich aus. Die waren aber nie wirklich stark versteckt. Die hat man eigentlich immer, die lagen eigentlich offensichtlich rum. Das stimmt, ja. Deswegen habe ich, bin ich der Meinung, wir haben auch zu, bis dato eigentlich alle. Da wäre ich uns bei uns nicht sicher. Ja gut, eins vielleicht nicht. Ja, das ist genau das Problem. Wie geht's dir, Süßer? Eigentlich ganz gut. Und wie geht's dir?
Süßer. Weißt du, kennst du die SpongeBob-Szene mit, wir haben gar nicht ihn. Sei nett zu ihm. Was kann ich für sie tun, Süßer? Ich schwöre, ich habe die Szene mit meinem Chef nachgemacht, ne? Ich habe so ein Foto ausgeschnitten und sein Gesicht drauf geklatscht. Und dann bei SpongeBob mein Gesicht drauf. Das habe ich ihm geschickt und er hat es gefeiert. Digga, ich will ins neue Gebäude eben zählen. Ich weiß, dass wir fünf Stück haben. Ja, aber jetzt sechs Stück. Ja, ich meine nur, dass man. Also der Weg dahin zurück und das mal eben anzugucken, das spart mehr Zeit als jede Etage kurz ab. Ja, mach das. Kannst ja machen. Würde ich gerne, das Game hat wieder andere Pläne mit mir. Die rote Barriere? Even the barrier of the white tiger? Warum ist hier die rote Barriere? Wusste ich gar nicht. Jetzt warst du's. Ja gut, wenn wir jetzt eh alle Barrieren checken müssen, dann gehe ich kurz hier lang. Und schau mal eben unten nach den Barrieren. Weil wir müssen eh rüber. Das wäre jetzt ziemlich dumm. Das meint das Game damit. Check ich mal hier unten eben die Barriere. Bis 2 Uhr chillen. Hatte bis 23.55 eine Uni-Abgabe, die ich 40 Sekunden vorher abgegeben habe. Junge, du bist ein Maker. Warte mal, hier war auch eine Barriere mal. Warte, bin ich überhaupt in der richtigen Etage, Bruder? Ach, ich war gerade in der richtigen Etage. Jetzt bin ich auf der ersten wieder, ne? Stimmt. Entschuldigung. Ja, wir müssen in die vierte zurück. Sorry, Bruder. Unter Druck entstehen Diamanten. What do you mean, bro? Someone is breaking the barrier. Is the one who breaks the barrier the only one who can take out the plates? Okay. Ah, fuck. Zum Glück habe ich mich nicht umgedreht, Alter. Was? What? Ja, es gibt eine Tür, die was gar nicht geöffnet werden kann. Aber Harry, ich bin durch die Tür hier in dieses Abteil gekommen. Weil ich glaube, du bist auf dem falschen Stockwerk. Nein, das ist jetzt das richtige Stockwerk. What? Wieso geht die Tür jetzt auf? Ach, leck mich am Arsch, Mann. Didn't say that when she died. I was wondering why she wasn't around. Looks like she's fooling around. That pesky girl. Ah!
Hä? Gongsoyeon, open this door! The plate. Are you the one who put it? Plate? No! I didn't put such thing! Hurry! Now! Open it! Okay. Jetzt sagt nicht, wir sind im Neugebäude jetzt. The barrier of the White Tiger is safe. Miss Kang Soo-yeon? Soo-jin! Did you see Jung Soo-jin? Someone imitated Soo-jin's voice. So I went outside the building and... Soo-jin? Oh. That girl just now. You saw Soo-jin, didn't you? Where's Soo-jin? Dead. Probably. Soo-jin is dead? What are you... More than that. Are you the one who put the plate? How can you say more than that when Soo-jin died? We have to get the plates and activate the Reaper Circle. If we don't... It's too late. It's your fault. Hä? Ich blick nicht durch. Vor allem ist das wieder so ein Rätsel, was ich nicht... Wir konnten das mit den Dingern gar nicht mehr lösen, mit den Fotos. Ja, gut gemacht. Schön. Wir können euch jetzt noch nicht mehr zurückgeben, was keine Safe Stats gibt. Ja, schon. Ja, ja. Jung Soo-jin. Wildes Outfit. Seo Yuri. Joy enjoy yo. Was ein billiger Fake von Bech. Oh, das ist cool. Okay, und das Essen, Schuljahr, da fehlt eins. Okay. Ja, wahrscheinlich hier die Umfragebox, ne? Ja, das kann sein, ja. Da fehlen zwei. Dritten Schuljahr haben wir doch gehabt. Hä? Das besondere Klassenzimmer. Achso, auf dem Flur. Sorry, ja, hier haben wir alle. Digga, hier sieht man die aber deutlich. Der Toilette, Bruder. Ja, Bruder, auf den Toiletten waren wir jetzt nicht so viel. Kann man auch sagen, muss die Geisterfotos kriegt man ja woanders, als sie gemacht werden noch. Digga, wie viele Endings. Guck mal, wie viele Endings es gibt, Bruder. Und du kannst. Digga, die müssen, wenn alle Episoden draußen sind, Dings machen, dass man selber abspeichern kann. Das können die nicht machen.